Ich hab die Schnauze voll jetzt. Ich möchte jetzt endlich rausfinden, wer von euch der größte Ehrenmann ist. Also erstmal müsst ihr liken und abonnieren dafür. Nee, Spaß beiseite. Wir werden heute rausfinden, wer von euch wirklich sich am besten auskennt in der ganzen Materie hier. Wir schauen uns nämlich heute mal Gameplay an von verschiedenen YouTubern und werden dann versuchen, die YouTuber anhand des Gameplays sozusagen zu erraten und zusammenzupacken. Mal gucken, ob wir alle richtig raten oder vielleicht ein paar vertauschen. Wir haben auch einfache Sachen dabei, deswegen bleibt gerne dran. Und Odoban hat das Ganze auch schon mal gemacht, deswegen checkt gerne seinen Kanal dafür ab. Der hat das schon mehrmals hochgeladen. Und wir gucken mal, ob wir uns besser anstellen als der Haiwan. Von daher, mögen die Spiele beginnen. Wenn Kinder Wasser trinken, immer. Damit das Ganze aber auch nicht zu schwer ist, haben wir eine kleine Auswahl an YouTubern. Einmal haben wir A-Crimex, Orange Orange, Montana Black, Maxify, Amar, Standard Skill und Trimax. Das ist die Auswahl an verschiedenen YouTubern, die wir haben. Und ich bin ehrlich, bei ein paar davon habe ich noch nie Gameplay zugeguckt. Aber wir kriegen das denn, ich bin mir sicher. Okay, wir sehen hier altes Gameplay. Und wir haben oben das alles hier verdeckt. Heißt also, er hat vielleicht sogar hier im Squad gespielt, weil guck mal, die Fläche hier ist riesig. Let's go. Okay, altes Gameplay. Bruder, da ist es gerade richtig schwer, das zu erraten, ne? Ich weiß aber, ich glaube, guck mal, wir müssen jetzt logisch denken. Er ist immer tilted gegangen. Okay, die meisten sind immer tilted gegangen. Aber er hatte seine Facecam auch immer hier. Es sind, glaube ich, nur Monte oder Stani. Bin mir nicht sicher, einer von beiden wird es sein. Ich guck erstmal, ich guck weiter. Er hat noch kein besonderes Equipment oder sowas. Also man kann noch nicht sagen, ob er jetzt die Waffe wirklich nimmt, weil er die haben will oder weil sie vielleicht einfach da ist. Bam, bam, noch ein Kill, Digga. Oh, Double Pump, Bruder. Double Pump. Ich sage, es ist auf jeden Fall nicht Trimax oder Orange Orange, Maxify oder Amar. Weil die sind ein bisschen neuer in der Zeit. Die waren so lange her, waren die, glaube ich, noch nicht so riesig wie jetzt. Standard Skill oder Monte? Ich sage eher Standard Skill. Eingeloggt. Stani ist das, Digga. Bin ich mir so gut wie sicher. Viele Mets dabei. Monte hat eigentlich nie Mets dabei gehabt, glaube ich. Ah, okay. Da ist ein guter Headshot. Was hat er dabei gehabt? Headsmaul. Oh, war das jetzt Stani? War das vorbei? Okay, dann war es richtig, Digga. Erster Punkt geht raus, Freunde. Wir haben es geballert. Ihr könnt immer gerne in den Kommentaren mitraten. Aber ratet mit, bevor die Zeit gekommen ist. Seid ehrlich. Er korrigiert es dann auch nicht mehr. Okay, jetzt haben wir einen... Oh, okay. Es ändert ganz, ganz vieles sich gerade. Wir haben einmal den Rick and Morty Skin. Weißt du, also den Rick halt. Und dann haben wir einmal noch hier die Facecam. Also es ist auf jeden Fall die neue Season. Jemand, der schon ein bisschen länger spielt. Ja, Bruder. Hops genommen. Puh, puh, puh. Richtig hops genommen. Man sieht hier Amar. Also er ist es auf jeden Fall nicht. Und Over Dietrich. Wer spielt mit Amar? Orange, Morange oder Trimax? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage, es ist Trimax. Ich gucke kein Trimax. Ich bin ehrlich. Aber vielleicht wegen dem Fisch, weil das ist ja eigentlich sein Skin. Und würde Sinn machen. Also wenn er den Skin schon nicht rein hat, dass er dann wenigstens Backflick hat. Mal gucken, wie gut der aber ist. Ich glaube, Trimax ist nicht so stark, ne? Also, da ist er nochmal mit Amar rumgefahren. Das war auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ja, die sind auch nur zu dritt. Ich glaube, die spielen immer zusammen. Das könnte aber auch Mont sein. Naja, so, Digga, Max. Ich will auch einen King, Digga. King, King. Okay, also ich habe Trimax eingeloggt. Nur mal so zum Verständnis. Das war klar, ne? Ich meinte jetzt, es könnte Monte sein. Nicht, dass es das ist. So, weiter geht's, Digga. Okay. Fatal Fields, Bruder. Alte Season. Da haben wir es wieder. Man merkt ein bisschen an den Seasons. Wir hatten gerade eben in der alten Season Stani. Jetzt könnte es tatsächlich Monte sein. Die spielt alleine, ne? Nee, I-Crimex könnte das vielleicht auch sein. Ich könnte I-Crimex oder Monte sein. Ich glaube, Max ist es aber nicht. Max hatte, glaube ich, nie so einen Skin drin. Maxify könnte das auch sein. Facecam ist wieder hier rechts. Also die meisten haben unter die Facecam da rechts. Ich glaube, Max hatte sie auch da rechts. Oder hat er die über der Map? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss mich entscheiden. Man erkennt nicht viel. Ich weiß nur die Season. Und das ist alles, was ich sagen kann. Geh mal nicht auf Mag. Orange, Orange, Freunde. Ich werde das safe falsch haben. Ich weiß nicht, wann er gespielt hat. Mit welchem Skin oder so. Ich sag, das ist nicht Monte. Monte oder Orange. Ich sag immer, das ist Orange, Orange. Dann, wenn ich jetzt Monte sagen würde, dann hätte ich Scheiß reingeschissen, glaube ich. Und Gesicht, es ist Maxify. Oh mein Gott, da war nicht mal eine Facecam. Oh mein Gott, stimmt, der hat ja ohne Facecam. Oh. Ja, Bruder,
kann ich nicht wissen. Orange um Orange gucke ich halt nicht. Maxify habe ich halt leider eben genauso wenig geguckt. Deswegen ich. Hatte der nicht immer einen Dino-Skin drin? Warum hat der jetzt so einen Skin? Das ist alles, was ich wusste. Hat er diesen Dino. Daheim. Okay, wir haben wieder einen Rick. Okay, also es ist wieder die neue Season. Also ein aktiver Spieler. Trimax war es vorhin. Das war richtig. Wir sind 2-1 gerade. Wer ist noch neu dabei? Amar. Amar ist, glaube ich, der Einzige, der noch übrig bleibt. Monte spielt nicht mehr. Orange könnte es vielleicht sein, aber das weiß ich nicht. Max spielt auch nicht mehr. Also ein Crymax. Das muss Monte sein. Nicht Monte, das muss Amar sein. Kann der gut bauen, der Typ? Ich weiß nicht, kann Amar gut bauen? Nein, das ist nicht Amar. Das call ich. Es ist Orange, Morange. Nein, das ist aber auch zu alt. Wer hat denn bitte in der Season jetzt noch gespielt? Einen Joker habe ich, Freunde. Schau nur kurz eben nach, ob Orange, Morange in der letzten Zeit mal Fortnite gespielt hat. Oh, ich sag, das ist Amar. Nee, es ist Monte. Monte. Ich sag aber Monte. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat vor kurzem mal noch mal eine Runde gespielt, aber hat er den Rick-Skin? Ey, das ist gerade richtig schwer. Er hat, glaube ich, nicht den Rick-Skin drin, Digga. Aber Monte ist auch Rick and Morty-Fan, also es würde passen. Es ist Max? Hä? Seit wann spielt Max noch Fortnite? Ehrlich, wusste ich nicht. Ich dachte, er spielt nur noch GTA. Geil, Stream, Leute! Ist Stream aus, First win? Wo ist der Rick and Morty-Mode? Egal. Fuck, Digga. Alte Season. Das wird. Oh Mann, ich hab keinen Bock auf dieses Format, ist scheiße, Digga. Es ist. Okay, warte, wir gucken mal uns die Hits an. Baut den ab. Das ist auf, ich glaube, das könnte Monte sein. Ich glaube, das könnte jetzt ehrlich Monte sein. Der hatte die Facecam auch immer da, glaube ich. Ja, eliminiert. Schwierig. Sehen wir noch was? Ich sage, jetzt sage ich, das ist Monte. Das ist Orange. Ah, okay, das hätte ich eh nicht gewusst, Digga. Oh, 2-3. Mann, wir hatten so einen guten Startlauf. Oh. Freunde, ratet in den Kommentaren, wie gesagt, immer noch mit, ob ihr es besser könnt. Shifty Chefs, das ist Monte. Shifty Chefs, Bruder, das hätte auch drauf kommen können. Monte landet immer Shifty. Aber ich dachte, vielleicht Late-Game-Gameplay ist das von dem. Das ist safe. 3-3. 3-3 haben wir. Let's go, Digga. Kann ich jetzt schon callen. Tanz, Bruder, passt. Es ist Monte. Mann, das tickt, Digga. Wobei, würde der sonst hinnehmen? Würde er sonst hinnehmen? Ja, doch. Das ist Shifty, Digga. Shifty hat mich überzeugt, das zu sagen, dass das hundertprozentig Monte ist. Ich weiß nicht, ob wie jeder denkt, Freunde. Ich glaube auch, wer hat die automatische Pump mehr gefeiert als die andere? Aber hat er auch diesen Spitzhacke benutzt? Wer könnte das noch sein? Es ist eigentlich nur noch, wir haben nur noch Monte und Amar. Ich sag, das ist Monte. Die letzten Punkte nehmen wir uns mit. Das nächste wird Amar sein. Call. Ja, viel kann man jetzt nicht mehr erkennen. Hits sind eigentlich, ja, geht so, ne? Die sind jetzt nicht direkt krass, aber es ist auch sehr lange her. Monte hat aber auch nicht, Monte hat schon aktuelles Gameplay, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir das gewählt haben. Vor allem ist es auch nicht so extrem alt, ne? Der Skin ist jetzt gerade, ist jetzt nicht so, ja. Digga, ja, habt ihr es gerade? Ah, nee, falsche Waffe in der Hand. 3-3, Digga. Oh, Entdeckung. Instant Call, Bruder. Von Anfang an, erste Sekunde habe ich gesagt, Monte, Shifty die Chefs, Bruder. Hat es überzeugt. Amar. Hä? Bruder? Kata am Schlafen? Hä? Bruder, hier oben steht Amar. Ja, Mann. Digga, wer könnte das sein? Also ich meine, es ist eh der Letzte. Man hätte es so oder so gewusst, weil es bleibt nur noch Amar übrig. Aber da steht oben der Name. Der hat die ganze linke Seite weggemacht. Aber da oben hat er das Amar gelassen, Digga. Okay, Freunde, ich würde sagen, grüß dich draußen, Digga. Wir gucken nochmal hier das Ende nach, Digga. Der hat die Facecam aber jetzt links. Herzlich willkommen zu einer. Warum wurde dann aber hier recht? Ach, wegen den Subs. Okay, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und checkt, wie gesagt, gerne nochmal Odoman ab. Der hat das Ganze mehrmals gemacht. Und dann hat es halt eben Bock, es auch mal zu machen. Von daher, bis morgen, man sieht sich. Und wenn ihr jetzt zu spät zur Schule kommt, dann habt ihr Video verbraucht.